Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Germania TV. Wir haben heute das Spiel Germania Gingheim gegen ST Eckenheim-Bornheim gesehen. Nach dem Spiel ist ja immer vor dem Spiel. Ich begrüße bei mir hier im Studio Toni Gehring, den Trainer der ersten Mannschaft. Ja, Toni Gehring, Gratulation zum Spiel. 4-2 gewonnen. War aber in der ersten Halbzeit eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Wie sehen Sie das Spiel? Also erstens kannst du ruhig du zu mir sagen, bleib mir nicht neutral, brauche ich jetzt zu verstellen. Und zweitens war das nicht nur in der ersten Halbzeit eine schwierige Angelegenheit, sondern auch in der zweiten. Da habe ich in Eckenheim auch gute Spiele gemacht, in der Vorrunde habe ich 4-2 verloren. Sind natürlich durch Standards im Prinzip auch schon Ergebnisse gekommen und da haben wir uns diesbezüglich heute auch taktiert so, dass wir also Eckenheim schon in die Reste zwingen wollten. Also die Standards haben technisch. Wollte mir versuchen zu vermeiden, ist jetzt ganz gelungen, aber wir haben uns gut darauf eingestellt, dass also der Torhüter mit Sicherheit vorher schon ein bisschen mehr wusste, wo er ungefähr hinkommen kann, konnte also gut spekulieren. Das hat der Paolo auch im Tor super gemacht. Gleichzeitig wichtig war ja auch für das Spiel, wenn wir es uns ausgemacht haben, die Mannschaft, besonders den Kindmoor möchte ich da vorheben, aber ansonsten auch das Kollektiv, um den Junior auszuschalten. Ohne ihn mit großen Fouls zu stoppen. Und das erstens die Freistöße wegzunehmen und zweitens mal gehört das auch zum Abschluss. Ja, das ist der Mannschaft ja auch sehr, sehr gut gelungen. Was mir aufgefallen ist, ist, sie haben auch in der Mannschaft umgestellt. Sie haben den Herrn Sesvicer heute mal von Anfang an in Sturm gebracht. War das nicht mit eins der ausschlagenden Punkte, dass wir heute die drei Punkte hier eingefahren haben? Ja, das wissen wir aber erst jetzt nach dem Spiel. Den kam von Ralf Müller. Auftreten wollte ich mit drei Spitze. Ja. Hat erst den Dörr drin gehabt, aber den Dörr hat zum Schaff ins Mittelfeld genommen. War auf jeden Fall für den Sesslitscher rein. Das war die Inspiration von Co-Trainer Ralf. Die hat auch gesessen und gepasst. Ich muss sagen, der hat also für unsere Verhältnisse schon sensationell davon agiert, weil er war erstens viel präsent, zweitens hat er viel Fälle gehabt. Hat viele Ansätze gehabt, wo er versucht hat, seine Nebenleute mit einzubeziehen. Ist nicht ganz gelungen, aber ist perspektivisch gesehen was für die Zukunft. Was ich nochmal anspielen wollte, die erste Halbzeit, so nach dem 1-0, ist die Mannschaft erst aufgewacht. Da sind viele Fehlpässe gespielt worden und sehr, sehr viele Unkonzentriertheiten. Als wir dann aber gesehen haben, dass wir gegen diese Mannschaft ein Tor schießen können und eben, dieses 1-1 nach dem schönen Eckball von Herrn Gerding Junior, Marc, da ist die Mannschaft dann irgendwo aufgewacht und sie hat auch enger bei den Leuten gestanden und es wurden nicht mehr so viele Fehlpässe gespielt. Da muss man doch dran arbeiten. Und also, wie wollen Sie das individuell jetzt im Training mal umsetzen? Ganz einfach, indem wir hier drei Platzmeister brauchen, die sich mal erstmal um den Platz kümmern. Weil das waren ja Verhältnisse wie eine Welt in sie. Aber ja, und ich freue mich, dass Eckenheim sich da nicht so gekillt hat wie Uli Hoeneß von Bayern München oder sowas. Ich meine, ich sage klar, wer hier ein Spiel macht auf dem Platz, der hat es schwierig. Wir wollten das Spiel machen. Wir haben es auch von der Anteil nach vorne produziert mit vielen Bällen und wie gesagt, da sind auch die Stolperbälle halt dabei, die manchmal auch den Platz für die Schweiz sind. Eigene Fehler von Spielern, ich nehme mal als Beispiel die Sandor-Pause im Prinzip mit Ballannahme, ist klar, der ist jetzt erstmal frisch in der Mannschaft, das muss man drüber hingucken, attestiert, trotzdem ist da die Perspektive da. Aber wie gesagt, im Prinzip der Mann spielt, der Platz spielt auch eine Rolle. Und da kam teilweise, muss ich sagen, am Anfang in Eckenheim ein bisschen gesetzt zurecht, weil das ballfertige Spieler sind. Was mich überrascht hat, dass die eigentlich gar nicht den Druck gezeigt haben, dass sie uns angreifen wollten. Am Anfang zumindest. Ja, waren also sehr verhalten und haben uns eingeladen zu produzieren. Und wer hier auf dem Platz produziert, der ist näher an der Fehlerquote als derjenige, der nur den Ball wegdrischt, was die am Anfang gemacht haben. Klar, nach dem 1-1, ich habe ja schon vor dem 1-1 gesehen, so dass Eckenheim wollte ja. Und wir sind da in die zweite Torschance vom Gegner reingelaufen, das war dann der Gegenstand. Aber so war mir das eigentlich zu keinem Zeitpunkt, hatte ich da irgendwie das Spiel im Fall. Das habe ich auch der Mannschaft in der Halbzeit gesagt. Ich habe überhaupt keine Bedenken, dass wir das in der Halbzeit. Natürlich müssen wir was dafür tun. Und das ist, wie gesagt, unsere Gegner auf dem Platz stellen und vornehmen. Ja gut, die Mannschaft kam ja mit sehr viel Motivation aus der zweiten Halbzeit raus und hat dann auch gleich von Anfang an eng bei den Leuten gestanden und auch nach vorne gearbeitet und hat Eckenheim zu Fehlern gezwungen. Wir haben dann das 2-1 gemacht, das 3-1 gemacht, aber da
gerade nach dem 3-1 hat die Mannschaft wieder etwas geschwommen, ist etwas geschwommen und hat wieder sich zu sehr fallen lassen. Also hatte natürlich dann noch Glück, dass sie die noch die rote Karte für die Eckenheimer gegeben haben. Naja, cool, die war erst zum Schluss die rote Karte, aber ich muss mal eins dazu sagen, wir kommen aus der Halbzeit raus im Prinzip. Wir haben das letzte Tor gemacht in der ersten Halbzeit. Wir wollen das Spiel drehen. Und dann ist man zu der Lege an für sich. Es kommt bei uns linke Verteidiger in Schusssituationen rein. Ja. Das heißt also mit Greifwagen. Nicht nur einfach mit denen die Stämme vorne, obwohl wir da drei Aufgebote haben, sondern wir kommen auch mit denen defensiv. Das ist ja an für sich eine Kunst, die man beherrschen sollte, an für sich, um flexibel im Fußball zu sein. Jetzt hat der Kalli das 2-1 gemacht, wunderbar. Wieder auch einen defensiven Mann mit dem Lorenz, der ja in alle Richtungen präsent ist. Das 3-1, ein bisschen glücklich, weil er abgefälscht war, das passiert in der Bundesliga auch. Also Bundesliga. Und dass da eine Mannschaft wie Ingenheim darauf reagiert, auf das 3-1, das ist selbstverständlich, weil dann riskiert man was. Dann kamen die mit einem oder mit zwei Mann öfters in die Spitze rein. Das war ja teilweise so, dass der Spieler Junior, der unbekannt ist, auf einmal sich mehr in der Spitze aufgehalten hat, also als im Mittelfeld da zu agieren. Und da hat die Mannschaft wiederum den Kimball vor Wechselhofer und drumherum die Leute sehr viel gearbeitet. Das haben sie gut gemacht. Anschlusstreffer ein bisschen unglücklich, den Drehschuss hätten wir verhindern müssen, der an der Poste geht. Da ist der Junior halt mal eine Sekunde außer Acht, der kann den Nachschuss machen zum 3-2 und das ist relativ früh passiert. Da mussten wir halt schon ein bisschen konzentriert dranbleiben. Das hat die Mannschaft hervorragend hingekriegt und dann im Endeffekt dann noch eine gute Kontakt gefahren. Gut, da haben wir das Resümee von dem Spiel. Wie sieht es aus nächste Woche? Am Donnerstag haben wir schon das nächste Spiel. Sieht gut aus, finde ich. Ja, weil erstens spielen wir auf dem Fußballplatz, zweitens haben wir jetzt in den drei Spiele in der Rückrunde, in der eigentlichen Rückrunde, ein bisschen umgeschlagen. Wir haben hier 5-5 gegen Tacker gespielt. Wir haben 1-0 auswärts gewonnen bei Kicker 16. Und heute haben wir unser Heimspiel gewonnen mit 4-2 gegen Ingenheim, wo wir die Vorrunde noch verloren haben. Allerdings gibt die Hoffnung natürlich, dass dieses Spiel heute, was die Mannschaft so als Charakter mit reingeworfen hat, von der Einstellung her, auch von Leuten, wo man sich das gar nicht so vorstellen konnte, total gut präsentiert hat. Deswegen muss man auch keine Angst haben vor dem Häuser. Wer da allerdings nicht hinfahren kann, kann der Meinung sein, dass man mit dieser Leistung von heute das Spiel bei der Preuße gewinnt. Kein Stück. Bei der Preuße muss von Anfang an wieder neu bestätigt werden. Und vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung mit Aufstellung. Gut, dann danke ich Toni Gehring für das heutige Interview. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder hier an gleicher Stelle. Liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch. Rausschneiden.